Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarkt-Simulator. Meine Damen und Herren, das letzte Mal haben wir unseren Supermarkt komplett umgebaut. Ob das nun uns so gut gelungen ist, ich weiß es nicht. Zudem müssen wir unsere Kassen ein wenig optimieren, denn es gibt ja eine maximale Anzahl an Kunden, die sich hier anstellen können und die ist, glaube ich, aktuell nicht gegeben. Zudem müssen wir also das hier... Das geht auf gar keinen Fall klar. Warte mal, irgendwer meinte auch, ich hätte unfassbare Mietschulden. Warte mal, wir gucken jetzt hier mal rein. Verwaltung? Rechnung? Nee, aber das ist doch alles die Rechnung. Oh, Miete? Nee. Guck mal hier, ist alles gut. Ich habe keine krassen Mietschulden. Das ist nämlich erst heute fällig. Genauso wie hier die Rechnung. Also das ist noch alles im grünen Bereich, Leute. Warte mal ab. Das ist super. So, jetzt müssen wir trotzdem mal, ich werde mal öffnen. So, weil wir wollen ja ein bisschen Kohle machen. Lizenzen haben wir das letzte Mal auch eine neue geholt. Als nächstes gibt es dann... Oh, lecker Bier. Und Wodka. War auch so ein kleiner Insider im Podcast. Oh, wir haben die 100. Folge rausgehauen. Vom Kottbruder-Podcast, von mir und German Let's Play. Das Dumme ist, es war nicht mein Fehler. GLP hat die letzten 30 Minuten verloren. Ein freaking Skandal. So, wir werden jetzt hier mal ein bisschen reinkaufen. Schwarztee brauchen wir auch nochmal zweimal. Eier, wir brauchen Eier. Olivenöl. Einmal Mehl. Zweimal Süßigkeiten, Joghurt sind noch mega viele da. Kartoffelsäcke geht auch noch durch. Kartoffelsäcke wirkt wenig, ist aber noch viel. Ja, das ist schon alles gut. Aber wir sind erst bei 500. Das wird erst wieder hier unten richtig teuer. Hier zum Beispiel Lachs, Alter. Batz. Sushi. Boah, Junge, das ist alles so teuer, Mann. Ja, geht durch, komm. Können wir uns nicht leisten. Ah, wegen den Storage-Kosten. Ja, warten wir, bis vielleicht mal einer hier am Start ist. Der Kunde ist unsichtbar. Na, guck mal, weil die stellen sich jetzt halt hier an. Und das ist, ey, das ist Mist. Wir müssen das irgendwie mal gucken, dass wir das drehen oder so. So, warte, ich kaufe jetzt erstmal ein. Kaufen. Ich hoffe, alles. Ja, alles bis auf Wasser. Wasser habe ich doch letztens einmal eingeräumt. Das muss, aber wahrscheinlich braucht man einfach mehr Wasserplätze. Ja, das ist das Problem. Wir packen hier die mal auf die Cola. Ist sowieso besser, ein bisschen Wasser anstatt Cola. Ja, irgendwas liegt hier auch noch rum. Ah, Kaffee, ja, ja. Kaffee hat scheinbar irgendwie keinen richtigen Space, kann das sein? Währenddessen hat Toilettenpapier wie immer 20. So, das ist erstmal alles easy. Aber hier müssen wir uns was überlegen. Hier werde ich das auf jeden Fall nochmal ein bisschen umstellen. Stimmt, die meinten, die Leute sollen wir mehr in die Mitte platzieren, weil man da so schön drüber gucken kann. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Ich pack den mal erstmal hier. Ich pack die mal alle aus der Ecke raus. Wir müssen jetzt mal schauen. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil... Ah, doch. Dann teilweise doch der Platz fehlt. Ah, das ist, glaube ich, schon smart. Wenn wir hier die nach hier hinten verfrachten. Ah, warte mal, wir können hier einen Tick mehr ran. So. Dann entzerren wir alles ein bisschen. Dann hat es auch ungefähr den gleichen Abstand. Ja, das ist doch viel geiler, oder nicht? Haben wir jetzt hier hinten noch irgendwas? Nee, das hier können wir einmal wegpacken. So. Ah, warte mal. Dann, nee, chill. Dann kann man noch hier... Die Dinge einfach vorstellen. Die sind von der Breite auch, gehen die total durch. Ja! Let's freaking go! Wir stellen den mal kurz mal hier hin. Dann kann der raus aus der Ecke. Wir bräuchten noch mal ein Regal eigentlich. Oh, warte mal. Stopp, bitte. Helfen Sie mir. Das muss einmal weg. Ich pack die mal, ich lege jetzt hier hin. Also das kommt hier raus. Und dann kaufe ich noch mal ein Regal. So. Oh, nein. Zip, zapparab. Genau. Hier noch mal ein schönes Regal kaufen. Genau. Ja, guck mal. Und dann versuchen wir... Ja, den müssen wir kurz mal hier hinstellen. Der findet dann aber hier vorne Platz. Sehr gut. Ja, das ist doch deutlich. Oh, irgendwas war da los. Und den kann ich jetzt zumindest hier einmal hinstellen. Die Frage ist, wo wir mit dem hingehen. Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt tatsächlich auch gerade ein bisschen überfragt. Die hier hängen aber auch, die sehen auch hier so kacke aus. Der kommt nochmal hier ran. So. Du auch. Und dann passt hier doch noch einer hin. Der passt sogar noch schön in die Ecke. Und den Doppelten, den klatschen wir hier mit ran. Ja, nee, guck mal, der sitzt perfekt. Der sitzt mir hier nicht perfekt drin. Ja, jetzt schließt das gut ab. Und mit bisschen Glück... Oh, Junge, das sind Millimeter. Junge, das sind wirklich Millimeter. Mach doch nicht diesen.
Ja. Oh, oh, warte. Das geht für den Moment noch durch. Ist jetzt nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte, aber das passt. So, jetzt müssen wir hier mal schauen, weil hier, ja, das macht keinen Sinn. Es tut mir leid, ich muss das hier mal ein bisschen... So. Aua! Voll gegen Schein geschlagen. Ja, das, nee, das ist auch nicht geil. Also ich muss, hier muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Es war eigentlich ganz cool, dass die teilweise, warte mal, kann ich das drehen, einpacken. Ich pack das Ding jetzt erstmal kurz ein. Das können wir jetzt mal kurz hier ins Lager. Guck mal, jetzt hat man hier zumindest eine größere Anzahl an Leuten, die sich hier hinstellen. Oh, warte mal, wenn man das hier drehen könnte, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht, warte mal. Die Leute stellen sich so an, ne? Zack. Dass die dann hier rausgehen, dann kann ich hier rangehen. Ja, sorry Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen. Ja, ja, guck mal. So kriegen wir hier die maximale Anzahl an Leuten. Das sieht jetzt noch nicht so schön aus, das gebe ich gerne zu. Aber es ist zumindest praktisch. Die Kassen sind voll. Ja, Mist. Müssen wir vielleicht auch gleich nochmal aggern. Ich meine, wir können ja hier notfalls tatsächlich nochmal das Ding hinpacken. Weil, warte mal, maximal gehen die bis hier vorne. Dann kann Paletto doch nochmal... Oh, das kann man sogar verkaufen. Das wusste ich nicht. Ja, dann mache ich hier meine... Ja. Das ist gar nicht... Ja, das ist so schlecht. Kommen Sie, will jemand auch zu Paletto? Ah, hier meinte auch jemand. Das ist ein ganz cooler Tipp. Und zwar kann man wohl, wenn der jetzt mit Karte oder so zahlt... Ah, nee, der zahlt bar. Dass man das auch teilweise... Zack. teilweise selbst eintippen kann mit der Karte. Das will ich jetzt gleich mal ausprobieren, wenn jemand mit Karte zahlt. Natürlich macht das jetzt niemand, wenn ich hier wieder wie der Weltmeister abkassiere oder auch nicht. So, warte mal. Jetzt kann ich angeblich 7. Nee. 7. Ah ja, 7303. Oh, nee, warte mal. Punkt 03. Okay, das ist geil. Das wusste ich nicht. Das ist auf jeden Fall deutlich chilliger, als wenn ich das selbst drücken müsste. Ja, guck mal, da gönnen wir den Leuten. Einfach aufgrund der Effizienz. Weil wir die Leute mit unseren Preisen so abzocken. So, jetzt können wir nochmal zip, zap, rap machen, dass hier alles abgeht. Alle Leute fertig. Das war doch ein leckerer Tag. Jetzt können wir nochmal kurz, hier war doch irgendwas mit Today. Rechnung bezahlen, Miete bezahlen. Das zahlen wir auch schon für morgen. Hey, wir haben ja auch wir haben hier keine Schulden mehr. Bank? Was ist denn das? Warte mal, was sind denn diese anderen? Verwaltung, Rechnung, Rechnung. Miete. Aber was sind diese Rechnungen? Ah, warte mal. Ich glaube, die Rechnungen sind die Stromkosten. Weil das ist ja irgendwie immer gleich. Ich zahle jetzt das. So. Und dann beenden wir mal den Tag. Dann sollte jetzt eigentlich nichts mehr großartig abkommen. Boah, 3600, Junge. Heftig. Das ist krass. So. Aber da kam trotz... Darlehen... Was denn Darlehen? Was denn für... Das ist ein Bug. Das muss ein Bug sein. Ich habe ja kein Darlehen mehr. Ich habe... Oh. Oh, jetzt sehe ich das erst. Alter, was? Sie sind schon 3 Tage drüber. Deswegen, Alter. Jetzt sehe ich... Oh Gott. Scheiße. Ey, das muss doch ein Bug sein. Wir haben das doch zurückbezahlt auf einmal. Als wenn das nicht gezählt hat. Warte mal, wir müssen die schon drüber sind. Ey, das ist viel zu viel. Ich muss das jetzt mal gucken. Wir müssen das erstmal heute reinwirtschaften. Alter, ist das ein Bug? Hat irgendjemand richtig aufgepasst? Weil ich habe doch das die letzten Tage immer... gut zurückgezahlt. So, wir müssen hier Macaroni, Eier haben wir noch 42. Das ist noch viel da. Mayonnaise, Krabbensticks, Kotelett, oh, Steak muss einmal, Sushi groß, Sushi klein. Sind wir, oh, wir sind schon drüber. Aui, das tut auf jeden Fall weh. Ich brauche einen Kredit. Nein, den holen wir jetzt nicht, Mann. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier open und dann mal zip, zap, rap, Alter. So, kauft mal bitte ein. Wie viel brauchen wir? Ach so, oh, jetzt ist ja jemand bei uns. Kein Ding, zahlt mit Karte. So, 29, 6. Oh, das geht ja viel schneller. Oh, du konntest pumpen. Ja, sorry. Warte mal, ich mach mal hier die Kasse zu. Wir brauchen halt die Kohle. Dann gibt's auch wieder den Parmesan. So, schnell best... Ah, 135. Hopp, 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 perfekt. Kaufen. Einmal Toilettenpapier war voll. So, das ist gut belegt. Das andere auch. Oh, Toiletten. Was? Nee, ist doch da. Was labert die? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich haben die nicht rechtzeitig eingeräumt. Jungs, das muss aber schon besser werden. Oh, Kassen sind voll. Jo, kommen Sie auch gerne zu Paletto. Alles gut. Guck mal hier. Bap, 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 bap. Oh ja, das ist guter Einkauf. Das gefällt mir. Er kauft, glaube ich, auch den guten neuen Tee. Zack. Oh ja, Kaffee, auch immer solide Sache. Perfekt. Ja, aber ich glaube, heute gehen wir nicht mit einem dicken Plus raus, weil wir halt viele unserer Schulden abbauen mussten. Ich bin immer noch der Meinung, oder?
Oder sind, aber das sind doch nicht die Strafzinsen. Gefühlt habe ich den Tab auch zum ersten Mal gesehen. Oder ich habe ihn einfach verdrängt. Oh ja, Steak. Sehr gut. Oha, Alter. 120 Ditcher. Das ist heftig. So, ich glaube, das sind jetzt die letzten. So, was haben wir denn hier noch rumliegen? Ah, dieses, Ist das hier Shampoo? Räum ich mal ein. So, Ma'am, sind Sie fertig? Wunderbar. So, 2300, warte mal. Dann lass uns zumindest nochmal Dinger bezahlen, die vielleicht jetzt nötig sind. Darlehen. Ja, die drei Tage, was? Das sind halt, guck mal hier, da. Gelder für, ja, da muss, das sind schon die Strafzinsen, die wir teilweise zahlen. Ich will halt nicht pleite gehen, ne? Das kann ich, glaube ich, noch zahlen, aber ja, das sind halt zu dicke Batzen. Ich mach mal Tag beenden. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, war trotzdem 3400, war guter Tag. Ja, guck mal, jetzt ist es hochgegangen auf 600. Oh, Mann. Ich brauche einen Kredit. Scheiße, Mann. Warte, nee. Das mache ich am Tagesende. Wir müssen jetzt erstmal gucken, weil wir müssen ja einkaufen. Also da muss schon jetzt nochmal das, was potenziell über den Tag leer gehen könnte, muss nochmal nachgeholt werden. Das sieht doch gut aus. Können wir uns auch gerade noch so leisten. Oh ja, ist auch nichts draußen gelandet. Cool. Ja, dann würde ich sagen, Abfahrt. Aber egal, Junge. Ihr müsst euch überlegen, das sind jetzt ja wirklich dann unsere letzten Schulden. Wenn die weg sind, dann läuft. Hoffentlich. So, wichtig ist, ja, okay, die Kassen sind jetzt schon wieder voll. Da muss Paletto auch mal arbeiten. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? 86,15. Jawollo. Ja, oh, Alter, Steak. Er gönnt sich, er ist reich. Ja, aber es ist kein Rekord. Und das ist ja nix. Dass Sie sich überhaupt trauen, in meinen Laden zu kommen. Ja, guck mal, da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. Sie nimmt das feine Kotelett und so weiter. Zack, da kriegst du sogar 8 Cent mehr. Weil meine Stammkunden, die behandle ich mit Respekt. Oh, 108 und... Uiuiui. Ein Eimer Erdnussbutter, das ist doch ein Scherz, Ma'am. Da, und dann zahlt sie mit einem Fuffi. Sie haben hiermit Hausverbot. Ja, kommt, schön alle kaufen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, Leute. So, Tag ist jetzt gleich schon wieder vorbei. Ich sag's euch, der letzte Kunde. Und wir sind bei 3.400. Ey, da können wir doch locker gut Schulden jetzt mal abbauen. Darlehen. Zack. 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 Und das ist das für heute. Weg damit, Alter. So, und jetzt können wir doch den Tag easy beenden, ohne heftige Kosten zu haben. Oder? Wir machen mal. Tag beenden. So, geiler Tag. 3.500. Nächster. Jawohl. Oh, siehe den Computer für mehr Details. Stimmt, die Preise ändern sich ja auch super oft. Da muss man dann teilweise schön einkaufen und so. Oder sind das die Einkaufspreise oder sind das die Preise, für wie viel man die verkaufen kann? Warte mal, 1300 haben wir zur Verfügung. Oh, Sushi klein ausverkauft, ja. Und da landen wir schon wieder drüber. Okay, müssen wir trotzdem öffnen, damit wir die Kohle reinbekommen. Und wir stehen kurz davor, schuldenfrei zu sein. Heute ist wirklich der Kampf gegen die Schulden. Ich fühle mich wie die ganzen YouTuber, die plötzlich gemerkt haben, oh, Mensch, das Finanzamt braucht ja von mir jetzt doch noch Geld. Und zipp, zapp, rapp, bist du so hoch verschuldet und musst Insolvenz anmelden. So, ich hab's ja nicht gemerkt. Ich dachte ja, ich wäre schuldenfrei. Plötzlich wusste ich ja nicht, dass das Finanzamt was von mir will. So, komm, kaufen. Abfahrt. Jetzt müssen wir nochmal die anderen Sachen. Sushi Klein ist jetzt... Sushi Klein ist wieder... Da war noch gerade 16. What? Das wirkte eher so, als wenn hier irgendjemand geklaut hat. So, komm, Abfahrt. Gib mal hier schön Gas. Warte mal, wie viel brauchen wir? 6. Oh ja, haben wir. Kaufen. So, easy going. Das Ding ist, hier ist schon wieder alles voll. Deswegen arbeitet Paletto auch. Denn wir wollen ja auch im besten Falle noch den nächsten Kassierer freischalten. Aber dazu müssten wir so viele Leute abkassieren. Oh, 156. Alter. Also nächstes Ziel ist auf jeden Fall die nächste Lizenz. Problem, die nächste Lizenz ist unfassbar teuer. Ich meine, man könnte natürlich wieder einen kleinen Kredit aufnehmen. Nee, es ist schon ganz cool, dass wir jetzt die Tage ein bisschen beschleunigen können. Viele haben auch gesagt, es gibt wohl eine Mod, mit der man einstellen kann, dass die Kassierer schneller arbeiten. Ich will keine Mods installieren, die das Spiel irgendwie, also komplett verändern. Also das ist dann ja fast wie Cheaten. Die Sachen, die wir jetzt einfach gemacht haben, sind Sachen, die meiner Meinung nach sowieso im Spiel drin sein sollten. Also sowas wie, ja, kannst halt die Zeit verschnellern. Weil dadurch stehen wir nicht einfach so rum. Weil es gab halt in den Folgen normalerweise, wenn ich dann im Laden rumstand, stand ich halt auch im Real-Life-AFK gefühlt hier einfach rum. Genauso wie mit den, dass man Sachen automatisch in den Storage packt, ist für mich jetzt per se kein Cheat oder so, sondern es ist einfach ein Komfort-Feature, was das Game einfach generell schon drin haben sollte.
Und meiner Meinung nach wird das auch bald passieren. Also das Game, soweit ich weiß, wird ja auch von einer... Du Hund! Programmiert. Und... Zack. Dementsprechend geht nicht alles so schnell, wie man das vielleicht gerne möchte. Weil so können wir auch schön Progress machen. So, Tag ist auch schon wieder vor. Ich komm mal hier. Machen wir mal Feierabend, während die anderen jetzt schön abkassiert werden. So, jetzt sind wir aber endgültig schuldenfrei. Wenn wir jetzt noch in der Verwaltung diese Rechnungen bezahlen, die werden ja aber normalerweise automatisch bezahlt, aber ich kann sie hier nochmal alle wegballern. Komplett schuldenfrei, Tag beenden. Klar, wir müssen noch unsere Leute bezahlen, das steht außer Frage, aber das ist schon geil, Mann. War ein langer Weg. Also, die nächsten Ziele, ich würde ganz gerne das Lager noch einmal erweitern, das kostet auch gar nicht so viel. Das sollten wir uns eigentlich gut erlauben können bald. Wir müssen natürlich jetzt nochmal hier wieder alles einkaufen. Das wird jetzt schon wieder dirty teuer. Machen wir schnell auf. Steak ist halt leider gar nicht mehr verfügbar. So, komm schon. Komm, ist jemand im Laden? Hallo? Ah ja, da klingelt es doch jetzt in der Kasse. Wir brauchen 1777. Na komm. Abfahrt. Was draußen gelandet? Nee. Läuft. Also das Lager funktioniert sehr gut. Können jetzt nochmal die nächste Bestellung abgeben. Eier. Zweimal Margaroni. Käse geht auch durch. Einmal Kaffee. Krabbensticks. Hö, warum ist denn da 0 von 0? Ah, jetzt wird's aufgefüllt, okay. Macht mir nicht traurig, Leute. Ah, jetzt müsste eigentlich das Geld gut ballern, wenn wir keinerlei Schulden mehr haben. Wie viele Leute muss ich denn noch abkassieren für den nächsten Kassierer? Boah, dafür hätte ich gerne Mod. Weil das ist einfach nur nervig, dass man da wirklich die Leute alle selber abkassieren muss. Oh, Kassen sind voll. Hier, kommen Sie auch zu Paletto. Kommen Sie, jawohl. Damit wir wenigstens mal auf die 500 oder so kommen. Aber das ist so krass. Ich bin auch mal gespannt, was es als nächstes im Update gibt. Also was der Entwickler da verändern wird. Ich finde es aber cool, dass es irgendwie möglich ist, Mods zu erstellen. Und dass die Leute das auch ballern. Weil Mod-Support ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Spiele, die das von Anfang an irgendwie unterbinden. Aber das ist schon cool. Guck mal, wir sind jetzt auch schon wieder bei knapp 2000. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch höher geht. So, ich mache hier mal wieder Feierabend. Obwohl, na, so viele Leute sind heute gar nicht mehr am Start. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Das wird kein guter Tag. Oder irre ich mich? So, alle sind weg. Doch, 50. Ja, ja, 3000. Okay, alles beim Alten. War halt einfach, dass wir so viele Sachen wegbezahlt haben. Ich meine, wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt auch noch 2400. Und das ist der Start in den Tag ohne Schulden. Also das ist schon... Und unsere Vorräte, würde ich jetzt grundlegend sagen, sind... auch nicht schlecht. Dann müssen wir natürlich mal zu den teuren Produkten kommen. Können natürlich am meisten reinhauen. Oh ja, oh, da kommt, da sind wir sogar schon an unsere Grenzen rangekommen. Da haben wir jetzt, okay, ich mach mal open. Aber es ist natürlich auch ein dicker Einkauf. Und dann haben wir auch erstmal wieder im Lager unfassbar viel. Also das darf man auch nicht vergessen. Weil einfach mal für 2500 einkaufen, das ist schon ein dicker Batzen. Oh, es ist was draußen. Milch. Ah ja, ich weiß, Milch war irgendwo hier. Ja, die ist da halt voll. Dann packen wir das mal Spaghetti. Ich weiß nämlich, dass ich ansonsten zwei Spaghetti-Felder habe. Ach, Produkte. Ah, guck mal. Warte mal, das ist irgend so ein Reiszeug. Oh, nee, hier oben. Perfekt. Ah ja, den haben wir hier. Patz. Irgendwo ist hier auch noch dieser Tee. Ja, müssen wir mal schauen. Also Lager ausbauen ist auch ganz oben auf der Liste. So, warten wir mal ab. Ich brauche jetzt hier nochmal 1400. Dann sollten aber unsere Bestände auch richtig krass sein. Es ist dann aber auch schon fast wieder Nacht. Oh, Kassen sind voll. Ja, ey, Mann, ich habe keine Lust, euch abzukassieren. Oh, doch. Alter, wird er absoluter Rekordhalter der freaking Welt? 153. Ja. Und dann ist das hier wieder. Oh ja, er könnte auch. Er könnte auch sehr gut am Start sein. Oh ja, 138. Eigentlich müsste ich auch gleich nochmal die Preise checken, weil ich habe die heute auch noch nicht überprüft. Zack. Oh, 104. Finde ich gut. Alles, was über die 100 rübergeht, ist immer eine feine Sache. Boah. Ja, aber das sind, glaube ich, alles günstige Artikel gewesen. Ja, 94, 16. So, Leute. Jetzt ist... Mann, jetzt... Ich kasse zu. Wie mache ich denn hier, wie im Supermarkt, wenn man sich irgendwo anstellt und plötzlich, ja, unsere Kasse ist jetzt geschlossen. Mann, aber ich will doch noch ganz, oh, 81. Kasse zu. Oh, das sieht jetzt aber deutlich besser aus. Guck mal, 3666. Das schmeckt aber ganz saftig. Alter, jetzt mal ohne Witz. Das ist doch krass, guck mal. Und es geht kaum was weg. Boah, ein 3900er Tag. Ja, ja, weil wir halt unsere ganzen Kosten so geil reduziert haben.
Klar, wir müssen jetzt nochmal, das können wir machen, Rechnungen, die können wir bezahlen, batz, batz, auch Mietrechnungen. Das waren aber teilweise Rechnungen, die wir erst in 3 Tagen zahlen mussten. Und ich bin der Meinung, dass unser Lager, wir können es ja mal checken. So, da können wir wirklich hier Puderzucker, einmal Käse, nochmal ein bisschen hier. Aber da sind eigentlich große Bestände schon am Start. Können natürlich. Oh, ja, aber Hähnchen. Toilettenpapier, ganz wichtig. Oh. Ja, da hat Paletto bin ich ein bisschen zu sehr eskaliert. Ich glaube, gerade mit dem Sushi und so weiter. Warte mal, wo ist das Sushi? Diese Mayonnaise. Da hole ich nochmal 2 Mayonnaise. So, das reicht jetzt erst. Krass, Junge, was? Aber wo habe ich denn so richtig reingekauft? Hier ist einmal ein bisschen Kaffee übrig geblieben. Aber das ist ja geisteskrank. Okay, so, wir öffnen mal. Junge, ich dachte, ich wäre Richie Rich. Ah ja, okay, ich habe aber auch Sushi klein und Sushi groß. Junge, gekauft wie ein Weltmeister. Also da sollten wir auch erstmal ein bisschen genug von haben. Ich kann nochmal einmal ein Kotelett reinballern. Dann läuft das aber auch. Oh, das ist echt so chillig. Gar kein Stress. Wirklich gar kein Stress wegen der Kohle. Wir haben auch ansonsten, ist alles da. Zip, zap, rap, kaufen die Leute ein. Ja, Leute, kauft fein ein. Jetzt bin ich gespannt, ob der Tag wirklich so gut war, wie ich dachte. Also ich meine, wir haben ja viel, wie viel Sushi wir gekauft haben. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 3.048, 3.500er Tag, perfekt. So, und wir haben 3.000 und ich denke mal, dass das Lager immer noch, guck mal, weißt du, so Nudeln und so, das sind ja keine großen Posten. Auch der Tee, wir sind gerade mal bei 700. Und guck mal hier, davon, obwohl das rot ist, davon haben wir noch 32 Packungen. Also wir können ja einmal Sushi groß kaufen. Aber das ist jetzt wirklich nichts, was uns in den Ruin treibt. Ja, wir sind jetzt bei 1700. Kann ich direkt am Anfang kaufen. Haben trotzdem noch den Tusi und das ist gut. Also das feiere ich. So, ballern wir los. Ja, es geht krass ab. Es geht wirklich unfassbar. Ja, Kassen sind voll, Leute. Leute, Paletto hat jetzt keinen Bock zu arbeiten. Wartet doch mal ab, ihr müsst ja auch mal ein bisschen Geduld ist eine Tugend. Oh, krass. Und wir hier 3.000. Das ist heftig. Und die Leute sind immer noch... Also ich schätze mal, dass wir die 4.000 knacken. Ja, locker. Zieht euch das rein. Rein theoretisch können da sogar 5.000 werden. So viele Leute, wie noch da sind. Alter, was geht denn hier ab? What? Schaffen wir es? Es sind noch 2 Leute. Boah, zack. 4.880. Abfahrt. 48 Kunden, 3.800. Und es geht kaum was weg. Wir haben die 3.800, Junge. Geiles Ding. Wir können uns das Bierding kaufen. Auf jeden Fall. Oh ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das müssten hier, genau. Das einmal, was kosten das? Es ist Regal, Kühlschrank. Ja, wir haben ja für alles Platz. Oh ja, warte mal, wir kaufen das lieber einmal, weil das ist echt teuer. Obwohl, das ist günstig. Warum ist denn das so teuer? Ah nee, warte, das ist auch teuer. So, wir gucken jetzt mal. Wird eingekauft. So, dann müssen wir jetzt mal die Regale dafür fertig machen. Schöner Wolli. Wir hatten doch noch, hatten wir nicht eins, was... Ja, guck mal hier. Zack. Junge, dann haben wir hier noch was Frisches vom Fass. Kommt unten ran. Da machen wir auch da die Double-Dinger hin. Auf jeden Fall. Dann hier noch ein paar Chips. Das ist so ein bisschen hier partymäßig, Alter. Das sind Nachos. Nachos. Das Gute ist, wir haben noch nicht geöffnet. Das bedeutet, niemand geht uns wegen den Preisen auf den Keks. Ist das Hummus? Oder was haben wir hier noch? Ja, hier ist noch frei. Ah ja, das ist Hummus. Dann haben wir hier noch einen Lünn. Wird das gekühlt? Ja, okay. In the fridge. Na, hier ist... Haben wir irgendwo noch... Doch, wir hatten doch total viel Platz bei den ganzen Dingern. Okay, hier ist 20.000 mal Eier. Dann kann ich auch hier... Kommen die Flaschen rein. Das nochmal hier. Ja, da haben wir doch alles tipptopp eingeräumt. Jetzt nochmal Preise checken. Ob das gute Moneymaker sind. Hummus. Ja, 405. 305. 425, ja. Sieht schon nicht schlecht. Aber Eier hier. Yeah, okay. Body... 12,12. Oh, 5,52. 6 und 2. Alter, what? Und 11,83. Ja, da können wir doch mal öffnen. Und müssen sowieso mal gucken, ob wir hier ein bisschen was nachkaufen müssen. Ja, hier sieht es nämlich nicht mehr so rosig aus. Aber das sind ja die ganzen günstigen Sachen. Muss aber trotzdem auch bezahlt werden. Oh ja, da sind wir auch bei 1.700. Okay. Gut, dann hoffe ich doch mal, dass jetzt ein paar Kunden mal kommen und ein bisschen was kaufen. Ja, sehr gut. Und kaufen. So, wie sieht's aus hier? Finde das Reißenden... Oh ja, oh. Okay.
Die Leute haben da ganz gut reingekauft. Ich meine, es ist ja vor allen Dingen, warte mal, ah nee, warte, es ist schon spät. Pommes ist zu teuer für euch. Was ist denn an Pommes zu teuer? Das sind gute deutsche Qualitätspommes, Fritz. So, wie sieht das aus, Leute? Habt ihr hier schon alles leer gekauft? Oh ja, ist wirklich fast leer. Bier, ja, das Kalte ist auch. Oh ja, da geht einiges. Ja, aber das ist jetzt hier schon der letzte. Jawohl. Und Tag beenden. 51 Kunden, 3600. Sehr, sehr geil. Leute, wir sind endlich komplett schuldenfrei. Also diesmal wirklich, wirklich komplett schuldenfrei. Haben jetzt Bier und Wodka und machen ordentlich Kohle. Leute, ich würde sagen, das nächste Mal versuchen wir Ausbau, Lager und Store. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst ein Like da. Schaut mir mal gerne auf Paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten haben wollt. Inklusive einer persönlich von mir unterschriebenen Autogrammkarte. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.